Da muss noch sehr viel dran gemacht werden. Ich finde das noch nicht schön. FL Mobile Gold und jetzt Cubase Pro. Datensignale, der PC. Was? Der wandelt die digitalen Datensignale, die der PC rechnet. Schön. Vielleicht nehme ich keine Hip-Hop-Kick. Vielleicht. Jetzt verkacke ich gleich bestimmt alles. Ja, nicht das, sondern. Na, hallo, Plugin. Also, welche Instrumente ich spiele, ist ein Klavier und Schlagzeug. Und ein kleines bisschen Gitarre. Aber Gitarre noch nicht so gut, also ja. Und alles komplett ohne Unterricht. Schlagzeug ein kleines bisschen mit Unterricht. Aber auch nicht so viel, ein halbes Jahr oder so. Dann hatte ich aufgehört. Dann habe ich halt ganz normal privat mit so einem elektrisches Schlagzeug, das ich zu Hause mal hatte, ein bisschen gespielt. So, aber schon ja, 4 Jahre her. Passt das 4 Jahre? 3 Jahre. So, einfach mal die Höhen aufdrehen. Bisschen Bass runter. Idee. Mal gucken. Ich nehme doch ein anderes Instrument. Ich wollte eigentlich gerade noch was machen. Es braucht ein bisschen Zeit. Erstmal das. Percussions. Mache das immer extra lauter noch, damit ich einschätzen kann, wie sich es ein bisschen später beim Mastering anhört oder danach. Lädst du den Stream jetzt eigentlich auf YouTube hoch? Also den nehme ich gerade auf. Das erste Mal nehme ich einen Samstag-Stream auf. Heute ist übrigens, ich darf nicht so laut sein, ich glaube, meine Mutter schläft. Heute ist übrigens Tag der Deutschen Einheit, ein Feiertag. Und kommt drauf an, wie lange der Stream geht, weil. Dann müsste ich einzelne Parts hochladen, 20 Minuten Parts, und es dauert halt ein bisschen. Also wird er wahrscheinlich auf YouTube kommen, denke ich mal. Ich nehme den ja auf. Aufnahme, ja gut, ich nehme auf. Ja, diese Lache. Ich lasse mal kurz den Wobble weg.
glaube, ich werde das mit dem Stream so machen, wenn ich das hochlade, dass ich nur die ja, lustigen oder unterhaltsamen Sachen rausschneiden werde und die in einzelne Parts hochladen werde. Und nicht den kompletten Stream, der jetzt schon 2 Stunden und 4 Minuten geht. Konga-Spur. Wenn du mir erklärst, was eine Konga-Spur ist, weil das weiß ich leider nicht. Meinst du, sind das Trommeln? Kann es sein? Achso, Konga, ja klar, habe ich doch gelesen. Hier, ich bin doof. Ich kann es versuchen, mache ich mal gleich. Entschuldigung, brauchst du mir nicht erklären. Das ist sowieso Kacke hier. Lege ich dann auf 16. Die Konga-Dinger. Mach mal den Hip-Hop-Dingsbums hier mal kurz weg. Ich wollte so eine Trommel, so ein Wurm. Ist das das Gleiche? Oh, ist das Gleiche. Trommel, wo kriege ich denn gute Trommeln her? Das bekomme ich von den Herren DSK Over Ture. Das weiß ich doch. Ich schalte ja leise. So. Irgendwo waren hier nur Trommeln. Boah, das sind so schöne Strings. So eine schöne Swings. Ich mag die voll. Ich liebe das Plugin. Außer, es hat am Ende so ein Knistern. Das kriegt man leider nicht weg, aber das macht jetzt auch nichts. Das kann man auch wegmachen mit einem EQ. So, ich pack mal ein Sound-Dings hier rein. Ich komme auch aus Deutschland. Ich könnte jeden Tag, jeden Tag, ich könnte die ganze Zeit daran spielen. Höher komme ich nicht, da reicht die Tastatur nicht. So, jetzt reicht's aber. Thank you.
Ich könnte die ganze Zeit daran spielen, die ganze Zeit. Welches Synthi bzw. Keyboard benutzt du? Ich benutze einen Keyboard-Controller. Heißt Alesis Q88 von Alesis. Alesis, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, das benutze ich. Hat 178 € gekostet. Hatte ich mir so Weihnachten auch besorgt. Davor hatte ich kein Controller-Keyboard, sondern so ein normales Keyboard. War aber auch sehr alt. Ich glaube, das hat 6 Jahre gehalten. Hatte ich schon, wo ich klein war, bekommen. Starte, geht die Tastaturbeleuchtung aus. Oh, das ist die Tastaturbeleuchtung, ich nicht. Ich habe nur Scheißlampe hier zu stehen. So, jetzt ist natürlich die Frage. Ist die Frage. Ich will jetzt das machen. Auch eine Melodie, die ins Ohr bleibt. Aber ich glaube, ich habe gerade genug von den Geigen. So eine Kids gibt es hier. Wo ist denn das? Geil, ne? Ich kann so schlecht auf dem Dings spielen. Coole Kids. Ich suche aber immer noch hier sowas. Geht's noch tiefer? Nimm mal diesen, ja. Ich scheiß jetzt auf das, was ich da vorhin gemacht habe. Wie geht das, dass du verschiedene Dinger da drin hast? Du meinst verschiedene Sounds? Das ist einfach so. Das ist ein Plugin. Also wenn du das meinst. Es hört sich scheiße an. Spaß. Hier. Ich pack einfach mal alles hin. Komm. Vielleicht ein Shaker. Wird sich, glaube ich, sowas von Kacke anhören. Ich habe eine Idee. Ich hab jetzt echt wieder eine Idee. Und zwar folgendes. Nehmen wir das. Ja, die Kick ist Mist. So eine Oldschool-Disco-Kick oder sowas.
So, da fehlt jetzt irgendwie die Kick oder was. Ach, Mann. Ist so richtig doof, im Schneidersitz auf dem Stuhl zu sitzen. Warum? Die Beine schlafen ein. Oliver Musik 2015. Sing it, yeah.